Damit dein Insektenhotel gut besucht wird, wähle einen trockenen, windgeschützten Standort aus. Besucht wird es von Hummeln und Wildbienen, die deine Pflanzen bestäuben. Florfliegen, Ohrwürmer und Marienkäfer fressen die Blattläuse im Garten. Nun bauen wir so ein Hotel. Zuerst brauchen wir ein Gebäude. Du kannst ganz einfach eine alte Schublade nehmen. Oder dir aus Holz, am besten Hartholz, so ein Gebäude selber bauen. Eine genaue Anleitung findest du auf unserer Website. Ein Insektenhotel sollte möglichst verschieden befüllt sein. Angebohrtes Holz, Rindenstücke, Heu oder Stroh, Stängel von Holler, Himbeer, Rosen oder Schilf. Als gute Behausung eignen sich auch Laub, Tannenzapfen und leere Schneckenhäuser.